Die Onkologie ist die Lehre von Krebserkrankungen. Also Krebserkrankungen sind Erkrankungen, wo Zellen, normale Körperzellen ungebremst wachsen. Wir beschäftigen uns damit, wie man diese Krebserkrankung aufhalten kann, zurückdrängen kann. Das tun wir durch eine Systemtherapie in der Onkologie. Das heißt, eine Therapie, die im gesamten Körper wirkt, egal wo die Krebszelle sich aufhält. Das war früher die Chemotherapie, von der kommen wir jetzt immer mehr weg. Das sind heutzutage immer zielgerichtete Therapien, die sich nur gegen die Krebszellen und möglichst wenig gegen die normalen Körperzellen richten. Zum einen, indem man Stoffwechsel der Krebszelle besonders ausnutzt, zum anderen aber auch, indem man das Immunsystem des Körpers gegen den Krebs richtet und lenkt, sodass das eigene Immunsystem des Körpers die Krebszelle erkennt und zerstört und damit das Krebswachstum aufhält. Das heißt, dass man den Körper in der Abwehr des Krebses unterstützt. Keine Chemotherapie oder immer weniger Chemotherapie.